wir können sie wieder sehen, definitiv. Die haben aber volle Segel gesetzt, die fahren schon. Hm. Dafür bewegen sich die sich auf der Karte unser extrem langsam. Übrigens gefunden. Oh, egal. Gleich haben wir sie, also nicht mehr so lange, dann haben wir sie passiert. Ja. Dann sind wir an ihnen vorbei. Das Wichtigste ist einfach, dass wir an denen vorbeikommen und den nächsten Checkpoint bekommen. In der Story-Mission. Keine Ahnung, wo wir auf der Insel nachgucken müssen, übrigens. Das weiß ich nicht. Okay. Aber das ist, scheint auch variabel zu sein. Das mit den Fässern, oder wir müssen noch mal ein bisschen hin und her suchen, aber das mit dem Fass finden, das scheint auch unterschiedlich zu sein von Mission zu Mission. Also, weil das, was ich geguckt habe, war definitiv auf der ersten Insel, auf der wir waren. Das Video. Okay. Du driftest gerade sehr nach Osten ab. Sehr, ist aber übertrieben, wir waren gerade erst Nordost-Nord. Also. Nord-Nordost. So. Okay. Die wenden gerade. Die richten sich gerade wieder eher nach Norden aus. I see. Ich glaube, die fahren jetzt wieder in unsere Richtung. Wenn ich weiß, dass mich jemand verfolgt, können die uns aber nicht einholen. Also entweder fahren sie jetzt zum Außenposten Golden Sands oder die wollen uns wieder jagen. Auf jeden Fall sind die jetzt auf einmal um einiges schneller. Ich verstehe das halt nicht, weil wie die schneller sein können als wir im vollen Wind. Keine Ahnung. Auf der Karte scheinen die auf jeden Fall um einiges schneller als wir. Aber sie segeln direkt auf Golden Sands zu, also auf den Außenposten. Deshalb hoffe ich einfach mal, dass sie... sind sehr nah an Golden Sands. Ich sehe halt das Segen. Ich verstehe das null, ja. Wie das funktionieren soll. Ob die einen Spielstatus denke, sie oder... Das ist ein definitiver Spieler. Das wäre eigentlich unfair. Special NPC-Schiff oder so. Ja. Aber die müssen jetzt eigentlich vor Golden Sands auf Anker sein, weil die kommen nicht mehr. Weil sie halten jedenfalls da. Ja. Damit müssten wir sie auch eigentlich los sein. Nicht, wenn die so einen Hyperboost haben wie vorhin. Weil dann können wir nichts machen. Weil wir müssen immerhin noch eine Mission machen. Ja, stimmt mir auch, ja. Okay, die segeln wieder weiter. Und ich glaube, wieder in unsere Richtung leicht. Müssen sich halt auch minimal sich überhaupt nicht verstecken. Oder? Asozial. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie uns sehen können von ihrer Position aus. Definitiv, wenn da jemand nach dem Ausguck haben, können die uns sehen. Okay, die haben zwar ihr Schiff gewendet, aber es fährt noch nicht wieder, zumindest laut Karte. Muss mir sagen, falls ich doch noch irgendwie die Map verlasse, aber Norden.
fahren nur noch. Nee, nee, bist noch weit weg vom Map-Ende. Es sieht halt immer aus wie das Map-Ende, wenn keine Inseln sichtbar sind. Sagen wir mal so, du bist ungefähr so weit vom Ende der Map entfernt wie von Sailor's Bounty nur noch. Das sagt mir halt minimal gar nichts. Wenn du jetzt gerade ausschaust, dann müsstest du Sailor's Bounty sehen können, oder? Die Insel kann es. Ja, so weit bist du ungefähr noch vom Ende ist der aber Map auch entfernt. Nicht sonderlich weit. Aber wir müssen unser Schiff gut ankern. Am besten hinter der Insel. Ist die uns nicht. Was machst du schon wieder? Über Bord gehen. Wieso auch immer. Bringen unser Schiff definitiv hinter die Insel. Bist du schon wieder an Bord? Ich ja, bin da hinter ist ein dir. grüner Meerjungfrau-Kristall am Strand. Das ist eine Statue sogar. Ja. Ja, ich sehe noch einen blauen. Oh, auch gut. Oder eine Statue, ich weiß es nicht. Oh, warum muss das... Komm, grüne Statue, jetzt geh doch mal kaputt. Du bist doch eigentlich schon fast... Ist auch... Geht doch. Auch eine Statue. Ich hoffe, dass ich mich so hingestellt habe, dass wir wenigstens halbwegs hinter der Insel sind. Jedenfalls wird das eine kampflastige Quest, das kann ich dir jetzt schon sagen. Okay. Vor allen Dingen eine fallenlastige, deswegen muss unser Schiff definitiv überleben. Wir können nicht die Quest einfach so weitermachen, weil man jederzeit sterben kann. Okay, gut. Ich schaue auf der Insel schon mal, ob ich da irgendwas finde, was uns... Ja. So. In den Höhlen, wo die Gewässer ruhen, irgendwie so haben wir Hinweis. Such mal nach einer Höhle. Oh. Hier sieht doch gut aus. Na, dann hole ich mal das Fass. Ich höre doch noch schon noch mehr Jungfrau. Wäre
wenn du Fässer auf der Insel suchst, nimm dir Essen mit, weil wir haben hier kein Essen an Bord. Jupp. Oder so wenig, dass das irrelevant ist. Nein, ich will nicht den Anker. Ich habe gerade schon ein paar Fässer gelootet. Gut. Ich halte gerade noch ein bisschen Ausschau nach dem Schiff, aber ich kann es nicht sehen. Ich muss gucken, wie ich da unten reinkomme. Zur Höhle. Ah, hier. Hast du irgendwas, wo man was hinstellen könnte? Ich habe noch nicht so weit reingeguckt. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen was gegessen und sowas. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja. Ich dachte, wir müssen erst die Fässer. Muss ich das Fass tragen? Jetzt. Ich kann das schon selbst. Ich spiele auch nicht Videospiel zum ersten Mal. Nein, nein, ich weiß. Ich wusste nur nicht, wie viel du siehst. Du musst vorausgehen, weil. Achtung. Wow. Ja, das hat einen schnelleren Ball. Der ist ziemlich schnell. Ah, ne, der ist. 13. Wow. Der hat immer eine kleine Pause, deshalb. Hopp. Jetzt. Nein, nicht jetzt. Da hast du zu spät. Hätte mich. Ich hab. Wollte gerade sagen, das Fass hat überlebt, aber. Und ich hab verpennt, dass man retten kann, irgendwie. Dummerweise. Da sind Gewässer zumindest. Ja, wenn. Was ist das hier? Okay, hier ist noch eine Truhe des Captains, aber jetzt erstmal nicht. Leg mal das Fass ab irgendwo. Wir sind schon weit voraus. Oh, das ist ein Hütchen. Wir müssen halt einen Ort finden, wo wir die Truhe zum Explodieren bringen können. Ich weiß halt nicht wo und ich sehe so wenig, weil der. Aber du verwendest nicht meine Lampe, obwohl du die Chance dazu hast. Hier geht's weiter. Cedric. Jupp, ich komme. Hier lang. Siehst du Stacheln aus der Wand kommen? Der Kampf gleich wird asozial, das kann ich dir schon sagen. So, und hier müssen wir es drauflegen. Jetzt kommt ein asozialer Kampf. Kannst übrigens Fallen aktivieren mit Hebeln.
So, ich versuche nicht drauf zu stehen, dass an den Seiten sind Hebel. Ich weiß halt nicht, was wir hier machen müssen nochmal. Ob wir nur überlegen. Du musst halt gucken, dass. Guck, da kannst du jede Menge. Ich bleib nämlich hier hin, damit ich nicht davon getroffen werde. Ich glaube, du bist der Backup, der Sniper-Backup. Ja. Munitionskiste müsste hier auch irgendwo sein. Vorsicht! Nein, keine Sorge, ich kenne ja, ich weiß ja, wo die Pfeile sind. Eins! Da. Ja, ich muss gerade zu dir, weil ich Nahrung essen muss. Das hilft nicht, dann hab ich die am Hals und sterbe. Ich muss die Pfeilen benutzen. Guck, jetzt bin ich tot, weil du diese zu mir gelockt hast. Okay, gut. Ich versuch. Es bringt nichts, ich muss wieder zurückkommen. Das ist halt einfach so. Deswegen muss unser Schiff bewachen. Ich kann. Halbwegs in Sicherheit sein. Kampf setzt sich immerhin nicht zurück und die Truhe ist schon mal da. Das heißt, wir. Ach ja. Also das Schlimme ist, ich hab stabile Frames, aber es leckt trotzdem. Was ich sehr komisch finde. Hast du deine Connection-Probleme, dann liegt's am Ping. Nicht alles hat mit den Frames zu tun. Fuck, jetzt nicht gut. Muss erst wieder zu dir kommen, sorry. Ja, das Problem ist halt, ich habe halt nichts mehr zum Heilen. Ja. Nein. Fuck. Hast du auch alle Heilungen hier mitgenommen, dass man keine wieder mitbringen kann? Na, hier waren doch noch Fässer. Komm. Ach, ich muss jetzt erstmal wieder unser schönen Parcours des Todes durch. Aber immerhin kann ich diesmal sprinten. Natürlich genügend auch Skelette. Irgendwo bin ich hier doch fest gerade wieder mal. Oh Gott, hier sind noch weitere Dinger, die wir komplett übersehen haben. Weitere Fallen. Uff. Oh, fuck it. Zum Glück weiß ich auch, wo es lang geht. Na. Boah, beinahe bin ich gestorben, weil ich die Falle übersehen habe. Ich bin fast da. Das ist sehr gut. Ich bin hier gerade immer noch ein. Ey, die Plunderbüchsen-Typen sind echt das schlimme Problem hier. Weil die machen echt ordentlich Schaden, wenn die treffen. Ich hab. Ah, du hast sogar noch ein paar Freunde mitgebracht, nein, wie ich sehe. Die waren einfach nur im Gang. Aber es kommen mehr. Okay. Ja, ich sehe schon. Fallen benutzen. Weißt du, jetzt wirklich. Ob. Das tötet unglaublich viele. Oh fuck. Kannst du mich retten irgendwie? Ich bin, glaube ich, in die eigene Falle gelaufen. Oh Gott. Es wird schwierig. Ich werde gleich angegriffen, hundertprozentig. Gut, danke. Da gibt's ein. Falls du Heilung brauchst, da sind Fässer. Die Fässer hier sind überall voll mit Nahrung, habe ich festgestellt. Das ist schön und gut, aber. Ich weiß nicht, wie viele Feinde hier noch kommen. Du
musst dich nicht um die kümmern, die bei mir stehen. Ich kann mich schon sehr gut selbst verteidigen. Ich habe leider nie die Zeit, um vernünftig nachzuladen. Ach, ich sterbe halt auch nicht von einem Headshot. Problem. Gibt es irgendetwas, was wir hierbei machen müssen? Nein, gleichzeitig? Nein, es ist einfach nur ein harter Kampf, jedenfalls soweit ich mich erinnere. Du musst jedes Mal einmal verwenden. Das dauert aber ja Ewigkeiten. Ich weiß es nicht mehr. Aber es gab ja keine Anweisungen hier. Also jeden Fall... Und da hast du... Willst du mal in E ja. nachgucken, ob du noch was findest? Ich glaube es nämlich nicht. Du kannst ja gerne nachgucken. Nee, sehe ich, da ist nichts dran. Ich wollte halt einfach nur fragen, weil der Kampf geht jetzt schon ziemlich lange. Über ziemlich viele Runden, deshalb habe ich mich einfach nur darüber gefunden. Ich hätte auch nicht helfen wollen. Ich habe gerade die Skelettleiter am Hals. Alter. Du kannst ja nach Schaltern oder so gucken, wenn du die Zeit dazu findest. Ich komme ja nicht mal dazu, mich zu heilen hier, wenn wir jetzt Heilung haben. Ach, dann muss ich mal Pfeilen benutzen hier. Ja. Nee, ich habe hier immer noch nichts gefunden. Also ich habe hier bisher noch nichts gefunden, ja, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Ich habe versucht, alle Fallen gleichzeitig zu aktivieren. Bringt nichts. Kannst aufs Sprengfass mal versuchen zu schießen, das versuche ich jetzt mal. Nein, dafür werde ich jetzt wild. Geht durch. Dich zu heilen, du Arsch. Ich glaube, es hackt. Glaube nur ich. Ich weiß es nicht, was wir noch machen können. Hier. Ah, Captain of the Layak ist jetzt gespawnt. Also wahrscheinlich sind wir... Überleben. Boah. Ja. Du hast ihn auch nicht bei dir, der ist bei mir gerade und versucht mich zu erschießen. Dafür habe ich den Rest der Horde, die mir ziemlich Schaden gerade gemacht hat. Ich versuche die gerade ein bisschen zu kiten, wenn ich mich heile. Komisch, ich habe mich trotzdem ständig an der Skelette, obwohl die Rest der Horde angeblich hier. Nein, du heilst dich nicht, du. Sag ich doch, einfach nur ein harter Kampf ist es. Komm, was Neues im Seemann-Garn. So mutig, dass du meine Werkstatt aufgesucht hast. Ich hoffe, Briggs Freunde waren nicht zu grob zu dir. Suche nach dem Malen des Mondes, um den Stein in der verborgenen Kammer auf Crescent Island zu finden. Ich zeige dir meine Ehre. Crescent Island. Crescent Island, ja, okay. Pirat, und sei gewarnt, hol dir den Stein des Ruhmes. Und was ist jetzt mit dem Fass? Das bleibt hier. Mit dem ist gar nichts mehr. Crescent Island. Die Fallen sind sicher noch aktiv. Ja, ich höre sie noch. Was? Ah ja, klar. Ich zu stark durchrennen. Guck. Sag ich doch. Au.
Ja, Ach, du hast Problem, sag es doch. Hatte ich dir gesagt gehabt. Ich habe den Schlüssel, habe ich dir gesagt gehabt. Damit war das Keine Totem Ahnung, das gemeint. habe ich nicht gehört. Ja, ich bringe das Totem. Du kannst Hast dann du das dort Totem? bleiben. Okay, gut. Wenn ich es Gut. überlebe, herauszukommen, sonst musst du mir hinterher rennen. So, jetzt muss ich nach oben wieder irgendwie. Immer ich jetzt wieder ich von hier aus nach oben komme. Ohne jegliches Licht. Ach Gott, warum muss das so ein Chaos-Labyrinth sein hier? Warum kann ich keine Lampe haben? Dann könnte ich mich wenigstens orientieren. Ach, hier muss ich lang. Aber. Ah, hier. Den Fallen hinterher. Geht zum Glück relativ einfach. Okay, dieses schwarze Schiff ist aktuell Aua, so natürlich bin ich bei halt Cannon, zwischen gestorben. Cannonkopf und aus. Komma wieder zur Höhle. Jupp, komme. Ist immerhin in der ersten Phase der Fallen. Ist Teil. Ich habe eine Millisekunde zu spät losgelaufen. Sprint hilft da schon extrem bei den Fallen. Ja. Ach, ja. Aber immerhin haben wir einen Checkpoint wieder. Was? Hä? Was hat mir. Was ist? Da war doch keine Falle mehr gewesen. Ich bin irgendwie gestorben, aber da war doch keine Falle mehr gewesen. Ich war an der Falle schon vorbei. Kann einfach ein bisschen Delay sein, keine Ahnung. Geh jedenfalls auch wieder in Richtung. Und das klang auch so wie ein Sprengfass Kann und nicht wie natürlich eine auch sein, Falle. dass ein paar Skelette aufgelauert haben. Ja, toll. Ne, hier war ich ja schon. Muss irgendwo hier sein. Ja, hier ist es Spawn noch. Hattest du das Teil gefunden? Nein, hatte ich nicht gefunden. Es müsste hier eigentlich sein, aber ich sehe es nicht. Sag ich jetzt nicht, es ist wieder unten. Ah, komm schon, ich habe mich nicht bewegt. Oh, ist das ätzend. Das ist das Gleiche, was gerade eben passiert. Vorhin passiert es aber. Können die Mission halt selecten und deselecten, dann haben wir es. Ist das so? Haben wir es Oder dann wir müssen. wirklich? Also hat es Oder. gespeichert? Ich kann mich nicht daran erinnern, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es Doch, wir haben einen gespeichert hat. Checkpoint. Doch, Nach dem Kampf. natürlich. Keine Wirklich? Ahnung, ob es jetzt ein Check. Wir haben irgendein. Was ge Oder ist es halt nur eine Notiz weiter gewesen? Ich weiß es nicht. Ach. Du versuchst nochmal tief in die. Ganz nach unten zu.
gehen und zu suchen. Ich versuche weiter oben, weil ich ja weiß, wo ich es hingetan habe. Oder wo ich es verloren habe. Ach, diese Fallen gehen halt auf den Keks, wenn man einmal Millimeter zu weit ist, dann ist man dann doch wieder in der Hitbox drin und bah. Geht das denn ganz schnell? Kannst du mir denn sagen, wo ungefähr das Totem... Ich hab's nicht gesehen, deswegen versuchst du wieder ganz nach unten zu kommen. Bringt's uns nicht. Ich kann... Ja, du bist schon dran vorbei. An der Stelle, wo ich's verloren habe. Ach. Ich hasse diese sich schnell bewegen. Warum kommst du jetzt wieder zurück? Weil ich gerade offenbar im Kreis gelaufen bin. Sie ist halt hier nirgends rumliegen. Ich weiß, dass ich hier gestorben bin. In diese Fall kann ich mich gar nicht erinnern, wie ich hier jetzt gerade gefunden habe. Boden? Ja, dieses haben wir. Ja. Aber hier ist nichts. Ich habe dein Totem gefunden. Bin ich noch weiter unten gestorben. Oh fuck. Als ich es aufnehmen wollte, wurde ich von der Falle erwischt. Was, du denn du bist doch weiter hinten. Geh weiter durch den Raum bei den was Kreissägen. Komisch. Ich bin jetzt wieder bei den Stacheln unten. Du bist du wolltest wahrscheinlich einen falschen Ausgang raus. Kann ich mir vorstellen, sozusagen, dass es mehr als einen Ausgang gibt. Es kann quasi natürlich sein, dass muss ich den Weg finden, den ich dummerweise hier genommen habe. Also hier war ich definitiv. Aber bei den Kreissägen, genau. Ah ja, okay. Ja, ich sehe, an welcher Falle ich gescheitert bin, die ist asozial. Aber ich habe das Totem jetzt. Ich versuche jetzt diesen zweiten Ausgang zu nehmen. Okay. Puh, so knapp. Ich sehe halt kaum was, das ist problematisch. Du kannst meinem Namenstag versuchen zu folgen. Ja, da bist du. Ja, aber... Geh zurück, nach hinten. Ich geh nochmal... Was willst du hier? Wieso? Geh nach vorne, warum gehst du durch die Falten? Da ist noch eine Truhe des Captains, die ich holen, so, die ich versuchen möchte zu holen. Mach das. Ach so, es gab hier zwei Eingänge in dieser Höhle. Oder? Oh, jetzt wo du es sagst, ja. Das hier war... Ja, okay, das ist ein anderer Eingang als den ich genommen. Ja, ich habe außerdem in Anführungszeichen den falschen Eingang genommen. Ja, ist doch gut so, da bist du mir entgegengekommen, da hatte ich immer ein bisschen Licht. Ja, damit habe ich aber nicht gerechnet gehabt, dass ich den King komme. Das war nicht der Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Kannst du ihn jetzt zurück? Ich finde die Höhle etwas unübersichtlich, das gebe ich zu. Ja. Ich
geht mir dann aber kurz mal was zu trinken holen. Währenddessen gucke ich nochmal nach dem schwarzen Schiff. Aber das sehe ich nicht. Es segelt von uns weg. Gut.